Ich lade es schon mal dahin, wo ich gleich starten möchte. Im Schiff. Ja, nee, da will ich ja gar nicht hin. Ja, aber dann hier musst du ja starten, weil hier haben wir den letzten Stream beendet. Oh. Du kannst ja nicht einfach den Stream woanders beginnen, als wo du ihn beendest. Dann denken die Jetzt. Leute, du hast irgendwie vorgearbeitet und dann hast du gecheatet. Jetzt wollte ich all den unglaublich vielen YouTube-Zuschauern den Rückweg ersparen, aber ich durfte nicht. Du kannst ja auf dem Rückweg erzählen, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Das ist gut. Das muss ich nämlich selbst erstmal wieder vor Augen führen, glaube ich. Wobei es manchmal ganz witzig ist, wenn ich dann für die. Wie komme ich hier eigentlich wieder lebend raus? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ist aber ganz witzig, wenn ich für die YouTube-Folgen dann manche Sachen rausschneide und Leute sich dann tatsächlich ein bisschen darüber wundern, ob ich da wandsprungmäßig einfach hoch kann. Sehr witzig. Schon. Ich bin zu small. Das ist eine hervorragende Frage, wie man aus diesem Schiff eigentlich wieder rauskommt, wenn man einmal blöd genug war, da reinzulaufen. Ah, du musst Tag machen. Das ist ja jetzt nicht das Problem. So, ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht elendig absaufe, wenn ich hier stehe, aber Wahrscheinlich schon. wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich werde ich gleich gefressen. No! Lass dich nicht fressen. Aber dafür seid ihr ja auch alle da, nicht wahr? Wo ist denn mein Land eigentlich? Da. Okay. Also, beim letzten Mal haben wir in der Mondhöhle, glaube ich, angefangen, beziehungsweise auf unserem Weg zur Mondhöhle. Haben da ganz viel erkundet. Ich glaube, das haben wir auch ziemlich abwechselnd gemacht. Und haben dann Orochi besiegt. Flupp. Das lief auch eigentlich ziemlich gut, würde ich jetzt mal. Geht das so? Ist da was aufgeploppt? Jo, Ah, ein Knochen. würde ich jetzt mal so behaupten. Also, das war so ein bisschen mein Redemption-Arc. Nachdem mich Rothelm noch ein bisschen geärgert hat, hat das mit Orochi doch sehr viel besser geklappt. Und danach sind wir hier zur Ryoshima-Küste aufgebrochen, wo Jan noch mal ganz, ganz viel erkundet hat. Hat den Hasen Inaba gefunden, hat ein bisschen was Neues im Dojo gelernt. Dies, das, Ananas. Also die Ananas hat er nicht gefunden. Den hier liegen gelassen. Oh, das war fast schon richtig. Hallo, haben Sie was für mich? Passend. Auf jeden Fall sollen wir ja zur Hauptstadt, nach Seyan, weil wir ja auch schon gehört hatten, dass da die Kacke am Dampfen ist und das ist meistens nicht gut. Deswegen ist das so vernebelt. Und ja, das heißt, wir erkunden jetzt heute mal ein bisschen und gucken, was uns da so erwartet. War das eine vernünftige Zusammenfassung? Vermutlich nicht, aber ich war auch ein bisschen abgelenkt. Aber ihr guckt ja eh die Streams, also wusstet ihr ja, was passiert ist, ne? Ja. Was? Zitronenkuchen? Im Moment, Zitronenkuchen. Wieso seid ihr heute eigentlich alle unfähig, irgendwelche Lebensmittel vernünftig auszuschreiben? Was ist passiert? Verwirre ich euch so sehr? Alle Streamstempel einmal vorzeigen, genau, so ein kleines Heftchen. Das ist wirklich die Kacke am Dampfen. Guck dir den ganzen Dampf an. Sieht nicht so gesund aus. Nee. Also so finde ich, sieht die Stadt von oben sehr stylisch aus, aber dieser grüne Nebel ist jetzt nicht so attraktiv. Nee. Bist du eigentlich nah genug dran? Mich hört man auch, wenn ich drüben im Schlafzimmer liege. Na dann. Die Stadt Seyan, das ist Bürgerviertel, sah mit Sicherheit schon mal besser aus. Hä? Was zur Hölle? Ich dachte, die große Stadt würde ein aufregender Ort sein. Was ist das für ein abgefahrener Nebel? Das sieht ja richtig ungesund aus. Ich frage mich, ob man ein normales Leben in diesem Zeug führen kann. Bin ja mal gespannt, was heute der Running Gag wird. Was zur Hölle? Hast du das gehört, Emmy? Gesehen oder gehört? Gehört, glaube ich. Der Aid Purification Sake, das Yamba Spar-Abo, irgendwas haben wir immer. Lassen wir uns überraschen. Die Sache ist, meine ganz tollen Pinseltechniken Nope. Denied. funktionieren leider nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Dann schauen wir uns so erstmal ein bisschen um und machen alles kaputt, wie sich das gehört. Kannst du auch kaputt machen? Wenn du es treffen würdest. Ja. Die sieht schon ein bisschen creepy aus. Ja. Also ich finde, die wäre hübscher, wenn sie einen Mund hätte. Das ist schrecklich. Der Wasserdrache verursacht so viel Ärger draußen auf dem Meer. Es ist schon so weit, dass ich nicht mehr gut verkaufen kann.
Früher gab es immer viele Fische in Ryoshima und hier in der Stadt. Aber die Untaten des Wasserdrachen haben sie alle verscheucht. Der Preis für frischen Fisch ist in die Höhe geschellt. Was ist, Hündlein? Bist du geschickt worden, um den Einkauf zu machen? Kannst du bei ihm jetzt gut Fisch verkaufen, theoretisch? Weiß nicht. Ich könnte ihm den Mondfisch andrehen. Nee, mal. Okay. Moment. Schätze, ein bisschen was. So. Kannst du was Cooles kaufen? Oh, eine Angel. Ja. Go. Dann. Beide? Beide? Beide. Okay, dann haben wir hier noch die Kräutermedizin. Ist das ein wichtiges Item? Da du nur eins davon haben kannst, würde ich sagen, ja. Dann haben wir noch Holzkohle. Ja, komm. Wo die Meerjungfrauenmünzen? Ich kaufe auch nur eine, ne? Nicht wie beim letzten Mal, wo ich 20 kaufen wollte. Joa. Jo. Ich glaube, das passt. Hat eigentlich irgendwer von euch so eine Katze zu Hause, so eine Winkelkatze? Wenn ja, ist die creepy. Ist da links noch ein Shop eigentlich? Kann sein. Wollte jetzt hier einfach mal anfangen. Der Samurai Billy! Was Königin Himiko die ganze Zeit macht. Normalerweise ist sie für die Leute da, auch für uns Bürgerlichen. Bis jetzt hat sie es geschafft, die Stadt Zayan vor dem Bösen zu beschützen. Ich verstehe einfach nicht, wieso sie sich plötzlich so abschottet. Königin Himiko, ich bitte euch, bitte kommt und rettet uns. Oh Mann, das sieht aber echt schlecht aus, Emmy. Weißt du, die haben alle total japanische Namen und dann kommt Samurai Billy. Ja. Okay. Achso, hier ist auch noch der Spiegel, sehe ich gerade. Den habe ich aber komplett ignoriert. Ich habe die Batterie rausgenommen, damit sie nicht dauernd winkt. Das kann ich aber verstehen. Ich finde immer so Farbwechselkugeln zum Beispiel echt stylisch. Aber wenn ich die lange bei mir stehen habe, dann muss ich irgendwann auch die so einstellen, dass sie nicht immer die Farbe wechseln, weil mich das sonst kirre macht. So. Nehmen wir erstmal die Mitte, würde ich vorschlagen. Dass wir auch mit jedem einmal reden. Das ist ja furchtbar. Ich muss diese Briefe ohne Verzögerung ausliefern. Ich habe solche Schmerzen, dass ich kaum stehen kann. Der Nebel ist schon wieder so dichter geworden. Oh, warum lässt mich mein Körper ausgerechnet heute im Stich? Der Nebel scheint die Leute krank und depressiv zu machen. Hast du schon, hast du von so etwas schon einmal gehört, Emmy? Hast du das gehört? Ich finde das interessant, wie Nebel immer gerne als Zeichen für was Negatives irgendwie genommen wird. Also mir würde da zum Beispiel Persona 4 noch einfallen. Ich glaube, Silent Hill hat auch irgendwie immer Nebel, auch wenn ich es nie gespielt habe. Das ist, glaube ich, auch immer so ein Stilmittel für Spiele. So, was mache ich in diesem Nebel? Möchtest du mir was verkaufen? Das Erscheinen der verfluchten Zone hat auch nicht gerade die Lage verbessert, das glaube ich. Königin Himiko ist gegangen und hat sich in ihrem Palast eingeschlossen und alle anderen verstecken sich in ihren Häusern. Ist nicht eigentlich der Job der Herrscherin, uns durch so schwierige Zeiten zu helfen? Aber zumindest läuft das Geschäft irgendwie. Ist das... Kann man hier bessere Waffen dann kaufen? Maybe. Ich könnte ein besseres Schwert kaufen. Aber wer will das? Richtig, aber ich könnte auch einfach Goldstaub kaufen. Das ist besser. Aber nur, was? Aber nur einen, weil ich nicht genug Geld habe. No. Weiß gar nicht, ob wir auch irgendwas verbessern wollen. Nö, alles ist schon verbessert, was gut, was wir brauchen. Ja, aber was man hat, das hat man, ne? Mhm. Ich meine, es gibt halt auch einfach so Stilmittel, die gerne benutzt werden, genau wie Farben auch gerne für alles Mögliche benutzt werden und alles, was irgendwie düster wirkt. Düstere Farben, Nebel, Regen ist oft irgendwie dann was Negatives. Ist ja nicht unüblich. Da. Was haben wir denn hier noch stehen? Fährenanlegestelle. Ist auch so ein deutsches Wort, ne? Da haben wir ein Loch. Jo. Yay. Da ist die Brücke. Ist hier sonst noch irgendwer? Da geht's auch wieder rüber. Möchte auf gar keinen Fall irgendwem verpassen. Ich glaube, die sind alle auf der anderen Seite. Und da unten. Hallo. Ich fühle mich von Tag zu Tag schlechter. Und die Leute sagen, dass der Wasserdrache alle möglichen Probleme verursacht. Vielleicht wird die Ryoshima-Küste nie wieder ein friedlicher Ort werden. Ich kann diesen Schmerz und die Sorgen nicht mehr ertragen. Wann wird alles vorbei sein? Ich wusste es, Emmy. Der Nebel ist kein gewöhnlicher Nebel.
Ich meine, er ist über der ganzen Stadt und geht nicht weg. Er ist komplett unnatürlich. Anscheinend gibt es immer noch ein paar Leute, die unbeeinflusst bleiben. Aber wer weiß, was passiert, wenn das noch ein paar Tage so weitergeht. Aber die Soll ich da reinspringen unten? Ja. Also, da ist zumindest was. Die Ryoshima-Küste an sich war ja ganz schick. Anwin, danke schön für 13 Monate Treue. Das Dampfdonau-Schifffahrtsgesellschafts-Fähren-Anlegeplatz-Leuchtschrift-Anzeigetafel. Die Leuchtschrift-Anzeigetafel darf nirgendwo fehlen. Aber wie viel Stuff hier einfach im ehemaligen Fluss rumliegt. Nimm ich mit? Jo. Hätte ich sogar wahrscheinlich genug Geld, um dann noch Stuff zu kaufen. Nicht betreten, hier wird nach Wasser gegraben. Hier wird ein Kanal gegraben? Sieht interessant aus, findest du nicht auch, Emmy? Ist er jetzt schon runter? Weiß nicht. Verflucht sei dieser verdammte Wasserdrache, solchen Ärger zu verursachen. Wie kann der Gott der See den Frieden so ruinieren? Ich wette, der Drache ist auch schuld am Zustand des Kanals. All das Chaos hat dafür gesorgt, dass sich die See verstopft hat. Was? 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 Der Schlabbermeister Nagori. Was, der Schlabbermeister? Was? Was? Hey, Emmy, sieht aus, als gäbe es auch hier Probleme. In der ganzen Stadt scheint das totale Chaos zu herrschen. Oh, bist du hergekommen, um etwas zu Wasser zu trinken, Wolf? Ich befürchte, das ist alles ausgetrocknet. Dieser Kanal war wirklich eine wichtige Wasserquelle für uns. Darum grabe ich hier ein Loch, damit das Wasser wieder reinfließen kann. Die meisten Leute sind jetzt krank, sodass es kaum jemanden gibt, der helfen kann. Eigentlich bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Ein einsamer Tischler. Aber ich werde nicht aufgeben. Man wird nur ganz schön fit, wenn man die meine Arbeit macht. Jetzt profitiere ich von meiner Fitness. Ich habe beinahe alles hier in Zellen gebaut, das du sehen kannst, weißt du? Deshalb gibt es nichts, das ich über diesen Ort nicht weiß. Willst du wissen, worin der Schlüssel für diese Wasserversorgung liegt? Er liegt im Wasserabfluss vom Biwasee. Kann ich da eigentlich auch runtergucken? Ah, aber da ist nichts. Du hast ganz schön gut zu, Fanhund. Vielleicht sollte ich mit dir dann über den Abfluss vom Biwasee erzählen. Schatzeyan schwimmt in der Mitte des Biwasee. Das Wasser des Sees füllt den Kanal um die Stadt. Und die Untaten des Wasserdrachen haben den Abfluss verstopft. Kein Wunder, dass der Kanal ausgetrocknet ist. Und darum sind wir jetzt in dieser erbärmlichen Situation. Ich bin sicher, der Abfluss liegt unter diesem Gebiet. Wenn ich mich dorthin durchgraben kann, dann stürmt das Wasser heraus. Das ist ganz schön aufregend, findest du nicht? Falls du auch so denkst, dann kannst du mir vielleicht helfen. Nein, ich erkunde erst den Rest und dann komme ich vielleicht nochmal wieder. Tut mir leid. Denied. Denied. Aber ich würde gerne erstmal... Huch. Der Justin Bieber See. Wo kommt der denn plötzlich her? Oh, was geht hier nur vor sich? Ich weiß nicht, was plötzlich über mich gekommen ist. Ich hatte plötzlich diese unglaublichen Schmerzen. Jetzt hänge ich hier fest und kann mich kein Stück mehr bewegen. Aber ich bin so nutzlos, nutzlos, nutzlos! Oh, diese Männergrippe. Oh, wenn ich nicht mit dem Boss zusammen am Kanal arbeite, dann werden wir das Wasser nicht wieder zum Fließen bringen. Oh, was soll ich nur tun? Die Sache ist, wenn ich den Fluss jetzt wieder zum Fließen bringe, ja, dann säuft er doch ab. Ja, und? Das ist halt auch nicht so nett, oder? Was stört dich das? Ich möchte erstmal die ganzen Truhen. Also klar, ich kann die auch noch holen, wenn hier wieder Wasser ist, aber so ist gerade ganz angenehm, wenn ich eh schon einmal hier unten bin. Ale, bitte. Oh, okay. Jetzt hast du 6. Oh nein. Muss ich jetzt noch 4 Stück kaufen? Theoretisch müsstest du das. Wer hat überhaupt die ganzen Schätze hier alle reingeworfen? Vielleicht sind das Opferungen von den Dorfbewohnern, damit die Lage sich verbessert. Ist das quasi so wie diese ganzen, Brunnen, wo Leute Geld reinschmeißen, damit ihre Wünsche in Erfüllung gehen und dann kommen Leute und holen das ganze Geld raus. Ob das Leute wirklich machen? Weiß ich nicht. Ich würde es der Menschheit zutrauen. Das ist schon ziemlich asozial. Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt hier unten alles. Vielleicht war das auch deren Müll, den sie einfach loswerden wollten. Also, wo bin ich denn jetzt gelandet? Da. Da. Oh, okay. Guten Tag. Warum sind ja eigentlich nur alte Männer? Oh, dieser gewaltige Druck. Wie ich dem Ding, was ich auf dem Kopf habe. Ich kann das nicht länger ertragen. Was ist los, Kumpfswetterchen? Was ist los? Bist du krank oder sowas? Hä? Nein, ich bin nicht krank. Bist du nicht? Was ist mit dem Druck, den du nicht mehr ertragen kannst? Ich muss einfach mal auf die Toilette. Das kann gut sein. Und wenn die kein Wasser haben, kann er nicht abspülen.
Es ist meine Seele, die mich plagt. Ein gewaltiger Druck lastet auf ihr. Der Blütenbeschützer Herr Blume. Oh, was ist aus unserer Stadt geworden? Dieser verfluchte Nebel bedeckt die ganze Stadt. Foltert uns, als würde er uns langsam aber sicher drosseln. Zuerst dachten wir, das ist aber ein dichter Nebel. Aber dann wurden die Leute krank. Und noch schlimmer, die Kirschbäume, die ich mit so viel Mühe gepflegt habe, sind verwelkt. Und haben ihre Blüten verloren. Okay. Da kann ich dir leider jetzt gerade auch nicht helfen. Ich glaube, da war was im Gebüsch. Oh, gut gesehen. Ja. Flupp. Aber ich finde das schön, wie hier einfach nur alte Säcke in der Stadt sind, die du sprechen musst. Und wir wissen, dass du immer müde wirst, wenn du alte Säcke sprechen musst. Ja. Das ist schon nicht so nett. Ich weiß nicht, wieso dir das immer passiert. Aber... Weil ich alte Menschen mit Müdigkeit assoziiere und deswegen auch müde werde. Ach so. Was hat er denn noch so im Haus, außer einem Kirschbaum? Gibt's nicht später einen Mini... Kannst du nicht den zum Blühen bringen, hier drin? Weiß ich nicht. Nein. Gibt's nicht später ein Minispiel, wo man alle Kirschbäume zum Blühen bringen muss? Ich weiß nicht. Ich meine ja. Feels old man. Du bist gar nicht der Älteste aus dem Wachdienst. Nicht mal annähernd. Was fühlst du dich schon alt? Aber man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Wir wissen doch alle, dass Ali eigentlich der Älteste ist, aber die ganze Zeit nur so tut. Guck mal, was da hängt. Ja. Das ist wunderschön. Ja. Vor allem am Boden auch gerade. Paralyzed, Dankeschön für 19 Monate Treue. Ich dachte, das kommt erst, wenn die Stadt erlöst ist. Weil da haben wir noch letztens drüber gesprochen, ob eventuell die Yanchali jetzt schon zu sehen ist. Ist übrigens das, was man bei der Maske auch in der Mondhöhle quasi aufmalt. Finde ich super witzig. Weil als ich es zum ersten Mal gespielt habe, habe ich auch eine Yanchali drauf gemacht und wusste das ja nicht. Und dann hing hier überall Yanchali und ich dachte mir so, was zur Hölle ist hier los? Bis ich gecheckt habe, dass die einfach das Motiv aus der Mondhöhle hier nochmal aufhängen. Aber ich dachte, das kommt erst später. Wo hast du denn noch eine gesehen? Ach, da. Und da hinten ist auch noch eine. Sie sind überall. Das ist schon creepy. Egal. Egal, wie ich mich drehe, es sind überall Yanchali. Hier sind vier, da ist die fünfte, die sechste ist hinter mir. Ja. 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 Wie gesagt, minimal gruselig ist das vielleicht schon. Je nach Motiv, was du da hingemalt hast, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr. Auf die Leute ausrauben. Geil. Nice. Moment, da ist die Tür. Ja, der Yanchali-Trend. Aber das kann man auch einfach so richtig... Aber gerade noch eine. Wo? Wenn du vor dem Haus reingehst, links. Hä? Noch weiter drehen? Ach so. Ach da! Ja! Ist leider schon... Wobei, war das die gleiche wie die da? Egal, aber es ist schon leider sehr witzig. Ich bin die ganze Zeit nervös. Sie stehen verflucht jetzt schon hinter mir. Von dort kommt alles Mögliche und Böse. Schade aber, entscheiden, wie diese Sache zu sein. Ich will alles geben, um einen Knopf zu königen und von dir zu verschwinden. Aber der Wasserdrache hat einen Kauschen für mehr angerichtet. Man sagt sogar, dass viele Schiffe versenkt worden sind. Also habe ich den Wasserdrachen vor mir und die verfluchte Schone hinter mir. Ich weiß einfach nicht, in welche Richtung ich soll. Gut, dass er nur eine Textbox hat. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch einfach durchrennen und nicht mit allen reden, aber... Ich weiß nicht, ich rede gerne mit Leuten. Du nicht, ich rede. Kann nichts dafür, dass es alles irgendwelche Säcke sind. Oh, da kann ich gar nicht hin. Nö. Kann ich denn in die Richtung noch ein Stück? Die Frau rechts könntest du ansprechen. Sicher, dass das eine Frau ist? Ja. Ich glaube eigentlich nicht. Au, 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 au! Ich leide jetzt schon seit einer Weile und das ist im Bett da. Seit neuestem ist der Schmerz sogar so schlimm, dass es mich umhaut. Ah, verflucht, ich habe keine Zeit für sowas. Au, 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 hör mich an zur Stadt, du Köter. Hörst du eigentlich Apotheken-Flashbacks, wenn du die Leute hier alle so hörst? Nein. Aber den könnte ich mir eins zu eins in der Apotheke so vorstellen, vom Tresen.
bin in dieses Land gekommen, meine Kampfkunst zu perfektionieren. Aber als ich hier in Zayan ankam, wurde ich auf einmal krank. Ich hatte zuvor gehört, dass die heilige Kraft von König Nimiko unglaublich sein soll. Sicher ist das hier nicht ihr Werk. Dieser Nebel über der Stadt ist verdächtig. Aber ich werde mich nicht unterkriegen lassen. Nichts kann mich unterkriegen. Da sieht's auch nicht so freundlich aus. Da sind die Wachen. Okay. Dann kümmern wir uns erstmal ums Wasser, bevor wir weitergehen, würde ich vorschlagen. Allerdings weißt du ja, wie ich zu Buddel-Minispielen stehe. Schaffst du? Nein. Moment, andere Richtung. So. Bitteschön. Du bist auch unser Buddel-Experte. Ich weiß ja nicht. Ich mag diese Buddel-Minispiele einfach nicht. So, der Abfluss vom Biwasee ist direkt unter uns. Also muss ich nur graben. Okay. Jo, ich muss graben. Kriegst du hin. Graben, graben, graben. Alles wie gehabt. Der ist tief gefallen. Und hier geht's gar nicht weiter. Wie lang? Das ist schon mies. Hallo? Nimm mich mit? Du bist... Jan wurde verarscht. Ja. Lass ihn nicht durch die Stacheln laufen. Nein. Will ich um. So. Mhm. Es ist schon gemein, weil du da potenziell echt tief fällst und dir... eventuell denkst, es könnte der richtige Weg sein. Mhm. Und Jan so, das ist nicht der richtige Weg. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ihr bringt auch nichts, wenn ich den falschen Weg nehme. Das sind alles Wege, wo ich nicht mehr wieder zurückkomme da hinten. Wenn fairerweise muss man sagen, das erste Buddel-Minispiel musstest du ja machen. Storybedingt und das war auch nicht so nett, aber eigentlich ganz gut machbar. Das zweite war, glaube ich, optional bei der Sasa-Zuflucht, also außerhalb. Nein! Warum bist du da reingelaufen, der Idiot? Und das hier musst du, glaube ich, auch wieder machen. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch einfach das Schwerste. Nein. In die Richtung. Irgendwie das Letzte ist. Nur. Das Grab. Hast du gar noch Verdienste gefunden? Finde deinen Ort. Das kann nur je nachdem hoch ein bisschen dauern. Hast du ja noch genug Zeit? Ja. Also das hier ist echt das Schwerste, weil ich glaube, wenn du da nicht den richtigen Ansatz hast, dann kannst du eigentlich schon wieder von vorne anfangen. Willst du mal helfen? Ach, muss ich das? Denke mal. Ich dachte, das schafft er auch alleine. Oliver Kahn-Traum soll ich nicht ignorieren. Jan kann seine seltsamen Traumgeschichten in seinem eigenen Stream erzählen, aber nicht immer in meinem Stream. Dann halt nicht. Sieh nur, Wolf, sieh nur das Wasser aus dem Biwasee. Zayan hat in letzter Zeit schwere Herausforderungen zu bestehen. Der randalierende Wasserdrache und dieser seltsame Nebel überall. Aber es ist egal, was für Herausforderungen sich uns stellen werden. Wenn wir in eine nach der anderen bestehen, werden wir das schon alles überstehen. Ich schätze mal, meine Arbeit ist hier erstmal erledigt. Danke, Wolf, das hast du gut gemacht. Yay! Die Sache ist, der scheiß Nebel ist ja immer noch da, ne? Ja. Also, schön, dass wir das geschafft haben, aber... Oh, da ist... Und hier war es noch nicht drin, glaube ich, in dem Haus.
Das kann sein. Svenja lässt mich hier nicht meine Träume erzählen. Nee. Ich habe mir meine Träume geraubt. Oh. Wann halt beim nächsten Stream von Svenja? Hä? Kannst du dich immer in meinen Streams randalieren? So, jetzt sind wir wieder zurück. Hi. Ich fühle mich, als ob mein ganzer Körper von etwas erstickt werden würde. Ich fühle mich kaputt, seit ich diese verfluchte Zone erschienen ist. Die meisten... geht es sogar... was? Den meisten. Ah, das hat mich gerade voll irritiert. Ich habe meinen Fehler gesucht beim Vorlesen und ihn nicht gefunden. Den meisten das geht es... schon sehr überheblich. Sogar noch schlechter. Ich kann nichts dafür, das steht da so. Einige sind sogar Krankheiten erlegen. Unsere arme Stadt, was passiert nun mit uns? Ich, geh dann mal. Wollte sie mit? Nein. Dann nicht. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ich glaube, hier gab es nämlich auch ein Minispiel, wo man das machen musste. Mhm. Komme ich da so hoch? Ja. Okay. Aber da wir hier nicht sonderlich mehr für die Leute tun können, auch wenn mein Perfektionismus immer hart getriggert wird, wenn ich das Gebiet nicht fertig machen kann. Die Obermanns in der Stadt leben auf der anderen Seite der Brücke davon. Das Gebiet ist vollgestopft mit tollen Palästen. Einer von ihnen gehört Königin Himiko, der Herrscher über Nippon. Man erkennt ihn daran, dass er wirklich riesig ist. Ich habe keine Ahnung, wie sie so ist, aber ich bin mir sicher, ob ich sie mögen werde. Wahrscheinlich. Ich meine, es sieht so aus, als ob sie sich gar nicht um den Nebel kümmern würde. Und außerdem mag ich Königin und ihre Art irgendwie nicht. Es klingt halt echt nicht so nett, dass ihre Leute da alle im Nebel ersticken. Das stimmt schon. So, das Adelsviertel. Na, die Brücke sieht ja gesund aus. Aber die Atmosphäre ist schon sehr stylisch.